Hallihallo, liebe Leute, willkommen zurück auf der Hinterkaifeck am Montagmittag. Wenn alles gut geht. Ich habe die Nacht übersprungen. Wir haben zwar jetzt schon früher Frühling und der Schnee ist tatsächlich weg. Ein bisschen angefröstelt ist das Gras noch. So, wir haben hier keine Eier mehr. Wir haben zwar zwei volle Palette. Eins, zwei, genau, die können wir mitnehmen. Und habe auch vier Stapelpaletten haben wir auch. Wieder. Das haben wir gerade noch mal eine Runde verkaufen. Ich habe Folgendes gemacht. Ein paar Euro 50 aufgenommen. Ich habe das Feld 29 und auf dem Linie kann man es noch sehen, gekauft. In der Hoffnung, dass man dann vielleicht die Hackschnitzel aufnehmen kann. Vielleicht hat es nicht funktioniert, weil das Feld einfach nicht mir gehört hat. Ich weiß es aber nicht genau. Ne? Mal ausprobieren. Die Paletten nehmen mit uns Brot, bitteschön. Das Ganze dann zum Futterverkauf. Warum auch immer, egal. Da wird es verhögert. Komm, was wegklicke hier. So, alles klar. So, ich muss so geschickt fahren, dass ich die angebrochenen zufällig mitnehme. Ich will mit dem Hof. Dann fahren wir mal mit dem MF hoch, mit dem Frontlader. Und gucken mal, ob wir da die Schaufel, ob wir das mit dem Hackschnitzel dann hinkriegen, bevor ich den Güldner mit den alten Anhängern mit der Heimfahr. Oh, toll. Na egal, komm, da ist er wenigstens weg. Dann machen wir es halt so. So, jetzt müssen wir zum Futterverkauf, stimmt's? Ich guck mal, aber es ist ja die einzige Multiverkaufsstelle, würde ich behaupten. Und da fahren wir schnell zusammen hin, was geht's mich auch? Wir haben sowieso Zeit in der Früh. Wir haben jetzt 7 Grad Luft, 3 Grad Boden. Müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir unseren Mais einsehen dürfen, weil der erst ab 7 Grad Boden, so wie ihr das damals geschrieben habt, sind die 7 Grad Celsius, die da im Menü stehen. Beim Mais ist das die Bodentemperatur. Und da fehlt noch ein bisschen was. Ne? Schlicht und ergreifend so ein lautes Ding. From the outside. So, alles schon der Grün, ne? Das ist fast wie bei uns jetzt wieder, ne? Das alles, Schnee hatten wir sowieso nix hier bei uns, aber wenn es wieder ein bisschen grün wird, so ist auch die Laune wieder ein bisschen besser. Die Sonne war ja gestern wunderbar. Wie es heute ist, weiß ich noch nicht, weil ich den Tag noch nicht vorbei habe. Ich nehme ja vorher auf. Aber ich gehe davon aus, dass heute auch kein schlechter Tag wird. Zumindest mal was das Wetter anbelangt. Sudele, jetzt Zettle. Müsste jetzt eigentlich direkt verkauft werden? Auch wenn es... Oder? Nö. Muss es erst entladen. Dann kannst du haben. So, jetzt. Jawohl. Hallo? Ja, also ich würde sagen, so wenig Geld war das gar nicht, ne? Ist jetzt leer, ne? Ja. Ist leer, die Hütte. So. Dann fahren wir mit dem oder was? Ich habe gesagt, wir schicken den mal zum Hof. Ah, wo war's denn hier? Ist doch hier, oder? Und tschüss. So, dann nehmen wir mal den MF. Nein, der MF. Ist da noch was drin? Oh ja. Oh, wir haben schon 2000 Liter Milch. Könnten wir vielleicht auch dann mit der Hof zur Bäckerei fahren? Schauen wir mal. So,
Da ist er, die Gabel. Da sind Eier, aber noch nicht genug, obwohl Eier bräuchte ich jetzt direkt tatsächlich. Aber ich will jetzt nicht extra mit der Gabel hochfahren, das machen wir dann später. Weil die Eier sind in der Bäckerei auch leer. Okay. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ein Flitzebohrer. Ne? Ob das jetzt der Unterschied war, dass mir das Land gehört oder nicht gehört. Mit den Hackschnitzeln. Weil ich, es ist von euch geschrieben worden, dass es bei euch funktioniert hätte. Dann gehe ich mal davon aus, dass das Land, wo das Ding drauf gestanden hat, euch gehört hat. Gell. Dann gucken wir mal. Vorne kommt der Kollege. Wer hat jetzt Vorfahrt, ne? Natürlich der Kollege. Aber der kostet Geld. Mein Gott, was der im Krach macht. So. Ich bin mal gespannt, wenn es daran nicht gelegen hat, na alle. Dann kann ich zumindest das 29er Feld wieder verkloppen. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Lalalala. Ja, der Hinterkaifeck ist eine Seasons Map, auf der viel gefahren wird. Vor allen Dingen in dieser Saison. Ja. Ja, wenn ich es mal durch... Ich habe jetzt noch nicht extra oder ganz genau nachgeschaut, aber ich glaube, die meisten Leute, die meisten, die hier LS zucken und auch aufnehmen, ich glaube, die spielen nicht unbedingt mit Seasons, ne? Weil es einfach tatsächlich für ein Let's Play sehr, sehr schwer ist, da die Leute bei Laune zu halten, weil es einfach immer wieder ja, Verzögerungen gibt oder was. Oh, ist ich dann. So, jetzt kommt der Frosch ins Wasser springen Moment, ne? Aber ich glaube immer noch nicht, dass es funktioniert. Warum soll es jetzt funktionieren, ne? Ja, Baby. Siehst du, das hat tatsächlich daran gelegen. Sascha, ne? Hast du gesehen? Du hast recht gehabt. Das war der Grund, warum das bei euch funktioniert hat und bei mir hier nicht. Das ist doch schon mal gut. Also haben wir wieder eine Arbeit mehr, die wir verrichten können. Beziehungsweise auch ja, Einnahmequelle zwischendurch mal, ne? Einnahme ist immer besser wie Ausgabe. Ausgabe kann man dann am Ende vom Jahr machen, ne? Wenn die vor die Steuer zuschlägt. Sehr, sehr gut. Mega viel ist es nicht, aber es wird mit Sicherheit reichen, um die zwei Trailer hier voll zu kriegen. Und dann mal gucken, wo wir da ein bisschen Geld kriegen dafür. Ich meine, ich will ja jetzt nicht reich werden mit der Hackschnitzel, ist ja logisch, aber jetzt hier rumvergammeln müssen wir ja auch nicht. Das war gut so, das war gut so. Holz brauchen wir sowieso auch wieder für die Bretterproduktionen. Fliegt nicht mehr drin, weil ist er voll.
Das müsste reichen. Söhle. Habe ich doch einen richtigen Riecher gehabt hier. Upsa, wo ist er denn, der Güldner? Da ist er. So, Hackschnitzel. Wir haben 15.800. Nur keine Angst, das ist normal bei mir. So, ja und? Ich krieg die gar nicht weg. Willst mich veräppeln? Guck mal, da steht kein Reis. Da steht keine Preis. Ah, das sehe ich jetzt Grütze, ne? Was ist das dann, ey? Oh Mann. Ja, das ist jetzt echt. Will es mich jetzt veräppeln? Das kann ja wohl nicht sein. Oder? Ja, das sind doch Hackschnitzel. Man sieht es ja unten auf dem. Ja, das Bildschiff für die Hackschnitzel. Das komische Gekräusel da. Das ist das da. Das ist das doch. Das ist das doch. Das da. Jetzt sagt man bloß nicht, dass ich mir irgendwo. So ein Heizkraftwerk oder sowas platzieren sollte, wo ich das Zeug zu Geld mache. Ernsthaft? Gibt's sowas? Oh Mann. Gibt's hier sowas? Nö. Das ist doch wieder Grütze. Ja gut, mein, ne? Die Karte war wahrscheinlich gar nicht davor vorgesehen, dass man hier mit Hackschnitzel handelt. Gab es denn mal so ein HKW, oder nicht? Oder so Verbrennungsgedönse da, mein Gott, ey. Kartoffelküche brauche ich nicht. Ach ja, ne? Ja, mal typisch, ja. Komplett unvorbereitet, der Depp. Aber... Da ist tatsächlich nichts da. Oh, doch. Ja gut, Sawmill, ich stelle das her. Ich stelle, brauchst du Bretter und Hackschnitzel. Palettefabrik haben wir auch, die brauchen nur Bretter. Sonst haben wir nichts. Hey. Ah, das ist aber schade. Dann müssen wir das, glaube ich, ruhen lassen und uns vielleicht was anderes platzieren. Ich kann ja auch beim Sägewerk nur Hackschnitzel kaufen, oder? Moment. Ja gut, das ist ja Quatsch. Das wäre ja angezeigt worden, oder? Also das reguläre Sägewerk da vorne. Das stellt Hackschnitzel her, aber da muss man es doch auch irgendwo verkaufen können, Leute. Oder werden hier keine Hackschnitzel produziert? Das kann ja auch sein, ne? Da steht zwar jetzt Verkauf im Sägewerk drin, wenn ich jetzt da links hinfahre. Das ist Verkauf, guckst du. Stopp, Anmeldung erforderlich. Ja, hab schon gemacht. Aber du kriegst nur, da wärst du nur dingslos, nur Holz. Ja? Da wirst du nur Holz los. Ja. Holz verkaufen stand da eben. Oioioi. Oh, da ist auch verkauft. Guck mal da vorne. Jetzt bin ich mal gespannt. Nee, er will nicht. Ah, doch. So, die Hälfte von ungefähr 7.500. Was gibt's für 7.500 Liter Hackschnitzel? Nicht viel, so wie es ausschaut. Na gut. Für das, dass es einfach nur ein Nebenprodukt ist, ist es okay.
Ah, na gut, dann können wir es ja doch verkaufen. Stand zwar in der Tabelle drin, aber egal. Es muss ja so sein. Wenn du das Sägewerk hast, kannst du meistens Hackschnitzel und Holz verkaufen. Deswegen, dann passt es soweit. Also, das haben wir gefunden. Wunderbar. Mal stammen und Tubnail. Und da haben wir wenigstens noch ein Bildchen. 5000 Euro für 2 Rolle Hackschnitzel ist doch in Ordnung. Gut, liebe Leute, dann war es das für heute von der Hinterkaifeck. Ihr seht, es geht in den Frühling hin. Und dann können wir demnächst wieder halbwegs vernünftig und normal spielen hier mit Einsehen, Ernten, hast du nicht gesehen. Da freue ich mich mal ein bisschen drauf, ne? So ein bisschen. Ansonsten, wünsche ich euch einen schönen Montag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, gell? Und gesund bleibe. Also, tschüssi.